Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen hier nun einmal wieder zu unserer schönen Wahrsagerei. Natürlich die Wahrsagerei. Ja, das ist eine sehr interessante Veranstaltung. Es gibt vieles des Wahrsagens und weil dies so ist, dann natürlich hier mal wieder Ton ab. Was soll denn das? Na bitte, Ton ab. Na, Ton ab, sage ich. Na also. Ja, sagen Sie, wir sind ja mal wieder jetzt zusammengekommen und da habe ich da mal eine andere Frage. Ja, das ist, wir hatten uns ja schon mal unterhalten auf irgendwas davon Wahrsagerei, ne? Und da war ich von Ihnen eigentlich ganz schön überzeugt. Sie haben mich ja sowas von eingemacht mit irgendwelchen Argumenten, dass ich ja dann dachte, oh, das haut sich da ganz schön was da so rum da bei Ihnen. Naja, das ist ja... Ja, was wollen Sie mich denn nun diesmal wieder fragen? Ja, das ist es ja. Ich wollte mir mal fragen, so irgendwie, es gibt so diese großen Menschen der Geschichte, da hatten wir auch letztens drüber geredet, zum Beispiel diesen Hitler. Und ob es eine Wiederholung von diesem Hitler gibt. Und da haben sie mir ja nun wirklich sehr kuriose Sachen erzählt da. Das überzeugt mich ja irgendwie auch alles, was sie immer so sagen. Und diesmal wollte ich mal wissen, wie das eigentlich mit den großen Männern der Geschichte ist, die so irgendwie so in Weltführung so sich hervorgetan haben. Ja, das können Sie mir da auch was erklären? Ja, geht es vielleicht? Ja? Das kann ich machen. Da schaue ich natürlich nicht in irgendwelche Hände, um Linien zu lesen. Das ist alles Quatsch. Da schaue ich auch nicht in die Geschichte irgendwo, dass ich das da aus Kugeln hervorlese. Das ist alles Quatsch. Ja, so haben sie schon mal angefangen. Also das nehme ich Ihnen jetzt nicht mehr ernst so ab. So. Also da bin ich auch ein bisschen vorsichtig bei Ihnen. Ja, Sie haben immer so die gleichen Einleitungen. Können Sie das ein bisschen anders? Da kommen Sie mal bitte gleich zum Punkt. Ja, so, dass ich da, das überzeugt mich vielleicht dann mehr. Ja, ja natürlich, das mache ich. Da schaue ich auf einen Bildschirm. Ja, und ja, da sage ich, das passiert alles nicht, das ist alles Quatsch. Ja, aber sagen Sie doch mal, ich habe Ihnen doch eine Frage gestellt. Ja, Sie da mal, ja, und Ihnen. Ich habe Sie und Ihnen eine Frage gestellt, verstehen Sie das? Ja? Ich wollte mal wissen, wie das mit der, so mit großen Weltführer ist. Können Sie mir irgendwas mal von großen Weltführer erzählen? Sowas muss es doch geben in dieser Geschichte und in früheren Zeiten. Ja, da kann ich Ihnen eine Prophetie und eine Wahrsage, ja, eine Wahrsage in die Welt setzen. Das habe ich jetzt hier einfach mal. Sie wissen ja, dass ich das nicht da aus diesem da mache, da wo die Wahrsager da alle ihre Werkzeuge haben, naja. Das Horoskop vielleicht, Wallenstein und so, ja. Mit Wallenstein, dass ich das lese und dann überträgt sich das da parallel auf irgendwelche andere da. Vielleicht möglicherweise wie aus einem Mikrokosmos noch zu einem Makrokosmos. Verstehen Sie das? Ja, das ist irgendwie so. Ja, das mache ich ein bisschen anders. Ich lese natürlich auch zwischen Beschaulichkeiten dieser Dinge. Das ist mir natürlich gegeben. Und weil ich es so mache, sage ich jetzt mal irgendwie, die Welt glaubt zum Beispiel, oder sie redet sich das ja auch ein, ne, dass dieser Helmut Kohl ein großer Mann der Geschichte ist. Da muss ich Ihnen das mal sagen. Das ist alles Quatsch. Ja, wieso? Das können Sie doch nicht sagen. Also das geht ja nun, Helmut Kohl, er hat doch immerhin den Euro eingeführt. Den Euro, das ist doch diese Weltwährung, die wir jetzt hier haben. Ja, das ist es ja. Das ist ja eigentlich auch alles Quatsch. Ob Sie jetzt für den Euro sind oder gegen den Euro, das ist eigentlich alles Quatsch. Wenn Sie das daran anbinden, dass es ein großer Mann der Geschichte angeblich eingeführt hat. Das ist eigentlich alles Quatsch. Ja? Sie müssen es so sehen. Stellen Sie sich den früheren römischen Diener vor. Die Römer waren eine Republik. Die Römer, die hatten so viele Kolonien. Sie waren ein Imperium. Nur niemand erinnert sich an den Menschen, der den Dinar überall eingeführt hat.
dass die Römer eine Weltwährung hatten. In ihren Provinzen überall und Kolonien. Das erinnert sich kein Mensch daran. Verstehen Sie das? Ja, das ist mir jetzt so, da fasse ich mir auch irgendwie so am Kopf, dass ich da denke, ich glaube auch nicht, dass ich diesen großen Mann kennenlernen würde oder dass ich was von dem weiß da. Ja. Ja, sehen Sie es. Und so ist es auch, wenn Sie da irgendwie sich vorstellen, Sie gehen jetzt nach Russland, die Sowjetunion, hat eine Weltwährung, das war der Rubel. Der Rubel ist zusammengebrochen. Römische Dinar ist zusammengebrochen. Und suchen Sie sich den Mann in der Sowjetunion, der diesen Rubel eingeführt hat, als große historische Figur. Auch zur römischen Währung. Die große historische Figur der Römer. Sie ist nicht zu sehen. Nirgends. Und wo ist jetzt der Russe zu sehen, der da irgendwo sagt, ich habe die Weltwährung Rubel eingeführt. Wen interessiert das? Ja, das war. Das sind unwichtige Menschen. Das war beim römischen Dinar so. Wir kennen niemanden dieser wichtigen Menschen. Das Einführen einer Weltwährung, der römischen Weltwährung. Wir kennen niemanden eines Russen, der da diese Geschichte gemacht hätte. Vom Namen. Verstehen Sie das, der Name? Und dann soll dieser Mensch, der Deutschen, der die Namen Kohl, so wie Gemüse zum Beispiel, so Gemüseblatt, so einfach nur so ein Lapidarname, was kein Name ist, so. Ja, Kohl, was ist schon Kohl. Ja, so ein Name Kohl. Das klingt schon komisch. Und er schreibt damit Weltgeschichte. Das kann nicht sein. Wenn die anderen es nicht geschafft haben, damit Weltgeschichte zu schreiben. Also in Rom. Früher. Weltwährung. Russland, Sowjetunion. Kein Name vorhanden für eine Weltwährung. Und so glaubt man, dass Helmut Kohl der Name einer Weltwährung wäre. Wenn es so wäre, dann würde die Währung nicht Euro heißen, dann würde sie Kohl heißen. Verstehen Sie das? Ja? Dann würde diese Währung, die würde Kohl heißen. Ja, wir würden alle in Kohls handeln. In Kohl. Gib mir einen Kohl, gibst du mir einen Kohl, ich nehme einen Kohl. Verstehen Sie das? Es ist total absurd, was man der Welt einredet. Auch auf diesen Helmut Kohl, das ist ein totaler Quatsch. Ist es. Und das ist mit allen seinen Handlungen so, was Kohl an Weltmännlichkeit so, das, was die große Geschichte, das ist ein kleiner, das machen gerne die kleinen Christen da, die kleinen Christen aus Süddeutschland, da haben wir so eine Weltmacher, die haben solche Illusionen, das war bei denen schon immer so. Die scheitern immer. Ja, das ist jetzt eine komische Wahrsage, die Sie da haben. Kann ich es jetzt glauben? Ja, das können Sie bei mir glauben. Ich sage Ihnen das so, das ist so. Das ist so. Schauen Sie sich das an. Soll ich Ihnen das nochmal irgendwie so, ja? Haben Sie das nicht mitbekommen, was ich Ihnen gesagt habe? Sind Sie selber der Mann einer großen Weltwährung? Ihres Namens? Auf Ihren Namen? Diese Weltwährung? Es gibt es nicht in Rom. Hat es nie gegeben in der Römischen Republik. Hat es auch nicht in der Sowjetunion gegeben. Ja, das sehe ich ja langsam ein, es hat es alles nicht gegeben. Und ja, was soll ich da sagen, ja? Ich kann Ihnen mal sagen, was Sie da sagen sollen. Sie sollten sagen, das verstehe ich. Ich glaube, dass Sie recht haben. Ja, warum soll ich das machen? Ja, es könnte dazu führen, dass Sie möglicherweise ein einsichtiger Mensch sind. Ein kluger, möglicherweise einsichtiger Mensch. Aber das ist natürlich, es liegt, das können Sie ja machen, was Sie wollen. Ne? Das liegt ja bei Ihnen. Ne? Sind Sie ja selbst für verantwortlich. Was da für ein dummes Zeug denken. Ne? Ja, nun werden Sie doch nicht so. Das bin ich ja gar nicht. Ich habe schließlich auch meine Ehre. Ja, nun, die will ich doch auch nicht beleidigt haben. Na, dann bin ich ja mal beruhigt. Ne? Ja, dann entschuldigen Sie mal bitte, dass ich da auch unbequeme Fragen gestellt habe. Ja, das dürfen Sie. Ja. Und wir werden uns jetzt hier verabschieden. Ja, wir werden uns verabschieden. Das ist nochmal so.
Ja, sehen Sie, das habe ich Ihnen noch gesagt. Na also, na bitte. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben dies gehört. Ja, so kann es gehen, wenn man glaubt, Prophetien, Wahrsagereien, großer, übermenschlicher Menschen auf der Spur zu sein und glaubte wohl, sie gefunden zu haben. Aber nein, nein, es ist nicht alles, was ein großer Name da verspricht, auch gleich ein großer Name. Das beweist uns auch die Geschichte. Eine Rückschau der Geschichte. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das kann schon mal vorkommen. Aber glauben wir das? Glauben wir das auch immer so? Zumindest auf die Geschichte, die wir jetzt hier gehört haben? Wissen wir nicht so genau. Machen Sie sich Ihre eigene Meinung. Glauben Sie, was Sie wollen? Glauben Sie alles? Glauben Sie überhaupt nichts? Glauben Sie nichts mehr? Ja, wir sagen es an hier. Von unserem Sprachfunk. Bleiben Sie uns wohl auf. Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.